Alter, ist das heiß. Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Freunde beim NES-Kommando. Ich bin's, der Marcel, und auch der gute Dennis ist heute am Start. Wir haben euch darum gebeten, uns Fragen zu stellen bezüglich unserer NES-Sets. Und was dabei rausgekommen ist, das beantworten wir jetzt. Vorweg sei gesagt, einige der Fragen, die gestellt wurden, sind wirklich überaus seltsam und mit denen konnten wir absolut nicht rechnen. Wir werden also heute beantworten, was wir eigentlich mit unseren Sammlungen so machen, wie viel ein loses Module-Set ungefähr wiegt und vor allem die wichtigste Frage, wie viel Meter meines geschmeidigen Barthaars ich für mein Stadium-Events hergeben musste. Ab geht das. Welches Spiel von Master System, C64 oder Super Nintendo würdest du gerne auf dem NES sehen? Vom C64, da gibt es sogar drei Spiele, die ich sehr gerne auf dem NES sehen wollen würde. Und zwar ist das einmal High Noon, dann die Goonies. Goonies gab es natürlich auf dem NES, das weiß ich, aber nicht diese Version vom C64. Und auch ein Spiel, was es auf dem NES grundsätzlich gegeben hat, aber auch nicht in dieser Version, und zwar Freitag der 13. Ne? Meine drei absoluten Kindheitslieblingsgames vom C64. Also ich habe ehrlich gesagt von Master System und C64 mal so gar keine Ahnung. Aber wenn ich mir ein Super Nintendo Spiel wünschen darf, dann Sunset Riders. Oh yeah. Alter, finde ich hier Sauna oder was? Was war dein erstes selbst gekauftes NES-Game? Das war Turtles Tournament Fighters und da bin ich ehrlich gesagt heute noch extrem stolz drauf, weil das kein geläufiger Titel ist und ich finde das total geil, dass ich den damals mit meinem Bruder back in the day auf einem Flohmarkt, so einem Kinderflohmarkt gekauft habe, und zwar lose als loses Modul für 2 Mark. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, das muss entweder Super Mario Bros. 3 gewesen sein oder WrestleMania Challenge. Warum geht ihr eigentlich nicht auf komplett Fullset mit US-Games? Ich finde, da gibt es sehr gute Spiele. Ja, komplettes Fullset. Ist ganz einfach, ne? US-Spiele sammeln wir beide. Dennis hat US-Games, ich habe auch eine Reihe US-Games. Aber die sind halt im Import oftmals sehr, sehr teuer. Und deswegen nehmen wir die halt nur, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Außerdem ist das gesamte US- und PAL-Fullset halt auch einfach mal doppelt so groß wie das PAL-Fullset alleine. Wir sammeln also dafür, aber nicht jetzt zwanghaft auf dem Fullset. Hallo Marcelovic, wie viel hast du bisher für deine NES-Sammlung ausgegeben? Wie viel Geld ich ausgegeben habe? Oh. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und noch ehrlicher, es ist mir auch scheißegal. Welche drei Games, die zur NES-Zeit erschienen sind, aber nicht auf jedem System, hättest du gerne für das NES in deiner Sammlung gehabt? In meiner Kindheit hätte ich ganz gerne Mega Man gehabt, Castlevania und DuckTales. Alles drei absolute Klassiker, die ich nicht in meiner Kindheit besessen habe, leider. Ich kann mich da aber durchaus erinnern an diverse vielversprechende Magazinbeiträge, Vorschauen, Screenshots und so weiter. Und auch an so einen Zeichenwettbewerb, wo man für Mega Man so Robot Master entwerfen durfte und so. In der Club Nintendo damals, das war schon richtig geil. Hätte ich gerne gehabt und naja, ich hatte halt Silent Service. Wie oft spielt ihr wirklich mit dem NES oder dem AVS? Also mit dem NES gar nicht mehr, seitdem ich das AVS habe, und mit dem AVS eher dann, wenn es für Videos relevant wird oder für Livestreams. Mit dem NES-Originalgerät spiele ich tatsächlich heutzutage weniger. Erstens wegen der Bildqualität und zweitens wegen der Zickigkeit, das muss man schon zugeben. Aber mit dem AVS spiele ich eigentlich schon regelmäßig. Ich würde fast sogar sagen wöchentlich. Zuletzt habe ich gerade Micro Mages durchgezockt, ein richtig geiles neues NES-Game. Und ja, außerdem capture ich damit halt auch alles, ne? Zum Beispiel die ganzen Spiele für das letzte Video. Von daher, das Ding läuft schon. Wie viel wiegt ein loses PAL-B-Set? Also ich habe jetzt nicht jedes Modul gewogen. Man muss natürlich sagen, die wiegen unterschiedlich, weil natürlich die Platinen unterschiedlich groß sind. Ja, und weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil die Titel auch einfach unterschiedlich schwer sind. wie auch immer, jedenfalls habe ich mal ein paar exemplarische Module gewogen und ich habe da so Gewichte ermittelt zwischen 98 Gramm und 118 Gramm war das Schwerste, was ich hatte. Also sagen wir vielleicht mal 110 Gramm vielleicht pro Game im Durchschnitt. Das Ganze mal 339 Spiele im PAL-Set macht also 37,29 Kilogramm.
Welches deiner Games hat das mieseste Label vom Zustand her? Also insgesamt sind meine Spiele wirklich in einem kosmetisch sehr, sehr guten Zustand. Das Einzige, was mir einfiel und was ich euch jetzt mal zeigen kann, ist so ein bisschen... Das muss mal ausgetauscht werden. Das ist nämlich Road Blasters und ich kann euch das ja mal zeigen, wie das aussieht. Ja, das ist mal richtig schön ab, ne? Da ist mal so eine richtig schöne Ecke vom Label ab. Kann man nichts machen. Ich habe irgendwie bisher noch kein anderes gefunden. Vielleicht sollte ich das einfach mal ändern. Vielen Dank für die Erinnerung, Tom. Das ist bei mir ganz klar Ultimate Air Combat. Das hat an einer Seite schon, seitdem ich das in die Sammlung aufgenommen habe, so grünliche Verfärbungen und ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Welches ist deiner Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Game? Also ich gehe mal davon aus, du meinst damit günstige Spiele, die sehr, sehr günstig sind, aber spielerisch richtig, richtig geil und sich total lohnt. Habe ich mal drei ausgesucht. Und zwar diese drei hier, das ist zum einen Roller Games. Das habe ich auch mal vorgestellt in dem Video, könnt ihr oben mal gucken. Roller Games von Konami, ein richtig geiler Rollschuh-Brawler. Dann Kabuki Quantum Fighter, eins meiner Lieblingsspiele sogar, glaube ich. Das kostet unter 10 Euro und ist ein richtig geiler Plattformer. Und als drittes Multiplayer-Game Snake Rattle'n'Roll. Ein Spiel von Rare, was ja, so einen isometrischen Look hat und einen ziemlich Bock bringt im Multiplayer. Ja, alle drei unter 10 Euro. Absolut lohnenswert, würde ich sagen. Würde Marcel im Nachhinein sagen, dass es ein Fehler war, dass er keine OVPs gesammelt hat? Oder ist er sogar froh darüber, dass er sich quasi ein Sammelgebiet aufgehoben hat? Ehrlich gesagt bin ich total froh darüber, dass ich nur lose Module gesammelt habe ganz lange. Denn hätte ich das nicht gemacht und hätte nur Complete Games gesammelt, dann hätte ich viele, viele Spiele, glaube ich, bis heute nicht in meiner Sammlung. Denn der Unterschied zwischen Modulen und OVP-Preisen ist halt echt heftig. Und dazu kommt auch, dass die Modulpreise in den letzten Jahren drastisch gestiegen sind. Also als ich angefangen habe, vor 6 Jahren ungefähr, da sah die Welt noch ganz anders aus. Und da konnte ich mir viele Spiele zu Preisen kaufen, für die man heute also wirklich vergeblich suchen muss. Außerdem finde ich es cool, dass ich jetzt halt noch was vorhab quasi. Ich finde es nett, dass ich noch sammeln kann, obwohl ich schon fast alle Spiele hier habe. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine leere OVP bekommen kann oder wenn ich eine Anleitung bekommen kann, die mir noch gefehlt hat oder so, oder wenn ich ein Upgrade machen kann. Das finde ich total geil, das macht mir mega viel Spaß und das hält mich einfach auch bei der Stange, was das NES angeht, was das Sammeln angeht jetzt. Wie viel Meter Bart musstest du an die Perückenindustrie verkaufen, um dir dein Stadium-Events kaufen zu können? Ja, das habe ich mal ausgerechnet, ja. Ich habe also mal Folgendes gerechnet. Erstmal, wie viele Tage sind denn eigentlich vergangen, seit ich angefangen habe zu sammeln? Das war nämlich ungefähr Weihnachten 2013 und so ungefähr bis heute sind das gut 2071 Tage, als ich die Recherche gemacht habe. 2071 Tage. Das Ganze mal das durchschnittliche Haarwachstum von, ich sag mal, 0,4 mm, ja, ich habe mich da schlau gelesen, sind also eine Gesamtbartlänge in meiner gesamten Sammelzeit von 82,84 cm. Ja, man stelle sich vor, ich hätte diesen Bart heutzutage noch. Geil, dann wäre ich der NES-Opa, ey. Bei 276 Gramm, das ist also so ungefähr das, was jetzt diese 82,84 cm wohl wiegen sollen, laut diverser dubioser Internetquellen, und einem Grammpreis von 55 Cent für braunes Barthaar, ja, das habe ich herausgefunden, auf einer ebenfalls dubiosen Seite, auf der man seine Haare also zum Perückenmachen verkaufen kann. Wenn ich also diese 276 Gramm mal 55 Cent rechne, dann sind das 151,80 Euro. Alter, 151,80 Euro hätte ich für meinen Bart kriegen können. Das war schon richtig geil. Und wisst ihr was? Das ist fast genau die Hälfte von meinem Stadium Events. Mein Stadium Events hat nämlich 300 Euro gekostet. Das heißt, mit dem Bart, den ich seit meines Sammlungsanfangs mir hätte wachsen lassen können, hätte ich die Hälfte davon schon mal bezahlen können. Ja. Schenkst du mir die Module, die mir in meiner Sammlung fehlen? Warte mal, Chor. Nope. Hast du noch Originalspiele aus deiner Kindheit? Leider nein. Also ich habe tatsächlich noch ein paar Spiele aus meiner Jugend, so vom Super Nintendo und so oder vom Lynx sogar. Aber vom NES ist leider irgendwie alles weg und ich habe keine Ahnung, wo es hingekommen ist. Nein, leider kein einziges. Warum? Ja, ich habe damals meinen NES mit all den Spielen an irgendeinen Dude, der es gebraucht hat, für 25 Mark auf dem Flohmarkt verkauft. Tada! Geil, geiler Marcello. Aber das war damals so.
Strebt ihr ein NES ZIP Fullset an? Und wenn ja, welche Games fehlen euch noch dazu? Also ganz ehrlich und realistisch betrachtet, nein. Also ein Complete-in-Box-Fullset aller Games, ich sag jetzt mal selbst nur PAL 339 Games, das ist echt gaga. Da sind also mehrere Games bei, die zum jetzigen Zeitpunkt vierstellige Summen kosten. Und ich habe jetzt so um die 80 Spiele in Verpackung irgendwie da, vielleicht 85 oder irgendwas zwischen 80 und 90. Und das sind überwiegend Titel, bei denen das relativ einfach möglich ist, aber es gibt halt auch sau viele Spiele, die sowieso schon selten sind. Dann kann man sich aussehen, dass bei einem seltenen Spiel auch die Verpackung natürlich noch seltener ist. Und außerdem bezahlen diese Complete-in-Box-Sammler echt solche Krankenpreise, da bin ich teilweise dann einfach mal raus. Ist so. Bei mir ist es ein ganz klares Nein. Also es gibt noch einige Games, die ich wahrscheinlich noch auf Complete in Box upgraden werde, wo ich jetzt momentan nur das lose Modul habe oder vielleicht Module und Anleitung. Aber es gibt viel zu viele Spiele, die mir viel zu teuer sind, Complete in Box. Und mir reicht dann auch das lose Modul, ganz einfach. Hast du bei Spielen, die eine Batterie haben, die Batterie schon ausgetauscht? Das habe ich noch nie gemacht und ich habe das irgendwie auch noch nie mich getraut, weil man da so ein bisschen löten muss und so. Und das habe ich noch nie gemacht. Ist, glaube ich, nicht schwer, aber kann ich halt nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe es auch noch nie gebraucht, weil alle Spiele, die bei mir eine Speicherfunktion haben, als ich die getestet habe, funktioniert ja der Speicher noch. Ich weiß, dass es irgendwann endlich ist und irgendwann muss ich das wahrscheinlich einfach mal machen und auch mal lernen. Aber bisher ist das noch nicht passiert. Warum bist du eigentlich so mies in Blades of Steel? Hä? Bin ich doch gar nicht. Bin ich doch überhaupt nicht. Ich bin doch gar nicht mies in Blades of Steel. Blödsinn. Das erste Spiel ist Eishockey. Haben Sie da irgendwelche besonderen Vorkenntnisse? Also, sämtliche Eishockey-Spiele, ob das Blades of Steel ist, glaube ich, steht heute auf dem Programm. Blades of Steel, überhaupt gar kein Problem. Also, Blades of Steel kann ich mit verbundenen Augen spielen. Aber eins wäre doch echt mega Panne. Nein! Hast du ein Guilty Pleasure, also ein Spiel, was eigentlich eher einen schlechten Ruf hat, trotzdem aber von dir geliebt wird? Nee, irgendwie nicht so. Ich habe schon so oft überlegt. Und alles, was mir immer einfiel, war Zelda 2. Aber jedes Mal, wenn ich über Zelda 2 spreche, dann feiern die Leute in den Kommentaren das unter den Videos immer total ab. Ich hatte letztens einen gesagt, Zelda 2 ist besser als Zelda 1. Und von daher kann ich das, glaube ich, nicht wirklich nennen. Wie und wo druckt ihr die Cover der Aufbewahrungsboxen? Klickst du hier oben drauf. Bingo. Wie viele NES-Spiele gibt es überhaupt? Das ist relativ einfach. Es gibt in der PAL-B-Region 339 Games, in der PAL-A-Region 245 Games und in der US-Region gibt es insgesamt 676 Games. Guck ich mal kurz nach. Ja, stimmt. Wenn man jetzt die Exklusiven noch mit abrechnet oder zurechnet, wie auch immer, müsste man eigentlich auf eine Gesamtspieleanzahl international ohne Japan müsste man eigentlich kommen auf 709 Games. Was machst du eigentlich mit deiner Sammlung? Was wir mit unserer Sammlung machen? Ja, also erstmal natürlich die Games zocken. Ich zocke also NES-Games auch aus Spaß in meiner Freizeit, sag ich jetzt mal. Nicht nur für Videos, dafür aber natürlich auch, ne? Also ich zocke die Games natürlich auch immer mal wieder für Videos. Das finde ich auch eigentlich ziemlich geil, weil man da eben auch eine richtige Bandbreite der Games halt auch zockt, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Hidden Gems-Video macht oder irgendeine Top-Liste oder so oder eine Flop-Liste, dann greift man halt auch mal beherzt in die Scheiße. Und das finde ich irgendwie ganz gut, weil das ganze Set irgendwie so nach und nach auch einfach mal abfordert. Und meine Module werden auf jeden Fall auch gezockt. Dann werden die Spiele natürlich auch gepflegt. Das heißt, erstmal werden sie natürlich ihrem Zustand erhalten. Ne? Ich mache sie sauber und gucke regelmäßig mal nach dem Rechten. Die sind ja bei mir alle in diesen VHS-Videohüllen versteckt. Das heißt, die sind eigentlich komplett sicher geschützt vor Licht, vor Staub, vor Kratzern und sonst was alles, weil die eben da drin geschützt sind. Aber trotzdem müssen die ab und zu auch mal ein bisschen rausgeholt werden und ab und zu muss man auch mal ein Label-Upgrade machen, wenn da eine kleine Delle drauf ist. Oder man macht mal ein OVP-Upgrade, ne? Auch OVPs und Anleitungen versuche ich ja nach und nach so ein bisschen zu vervollständigen und das macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß, ne? Und mit den Videos, die wir machen, da beschäftigen wir uns natürlich auch mit den NES-Games ein bisschen mehr im Detail und ich finde das fast ein bisschen wie Forschung. Ich finde das fast ein bisschen wie Videospielforschung, so ein bisschen Kulturforschung. Das gefällt mir richtig gut und wenn wir dann auch noch unseren NES-Guide haben, wo wir dann auch noch Ergebnisse unserer Forschung irgendwie auch präsentieren können in einer Schriftform, dann ist das, denke ich mal, so effektiv genutzt, wie man so ein Set nur nutzen kann. Wie viele Spiele habt ihr auf Flohmärkten, Börsen oder übers Internet erstanden? Bitte prozentual mit Tortendiagramm und Schaubild.
Alle? Moin Moin! Zu welchem NES-Spiel habt ihr den größten Bezug? Oh, das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil da kommen einige Titel so potenziell in Frage. Aber ich glaube, wenn jemand NES sagt, ist das erste Spiel, an das ich denke, Super Mario Bros. 3. Was ich cool fände, wäre ein Video über besondere Dinge in NES-OVPs oder außergewöhnliche Infos aus Anleitungen, sammle selber keine OVPs zu spielen, finde aber den Inhalt oft recht cool. Würde ich auch cool finden. Wie viele Titel fehlen euch noch zum Fullset? Mir glücklicherweise gar keins. Mir fehlen an dieser Stelle noch 3 Stück, nämlich Phantom Air Mission, Snowboard Challenge und Mr. Gimmick. Wie sieht das mit den Spielständen aus? Gibt es noch welche aus den 80ern, 90ern? Wechselt ihr die Batterien? Habt ihr Codezettel bei euren Spielen dabei oder gezeichnete Karten? Gezeichnete Karten nicht, aber ich habe so ein kleines Heftchen. Ja, das sieht so aus. Und da steht drauf Codes, ne? Und da schreibe ich immer so Passwörter und sowas halt rein von irgendwelchen Spielen. Hier Mega Man 5 Passwörter und so. Das mache ich eigentlich doch manchmal. Und wo ich auch ab und zu mal reinschaue, sind halt solche Spieleratgeber, ne? So ein Top Secret NES Heft zum Beispiel. Da habe ich mal einige Abkürzungen aus Super Mario 2 rausgefunden und so. Da gibt es einiges. Ansonsten, ja, Internet, ne? Aber das mache ich eigentlich nicht so gerne. Ich bin eigentlich doch schon da ein bisschen so eher oldschool unterwegs. Wie hoch schätzt ihr den Wert der NES-Sammlung? Das lose Modulset liegt ungefähr plus minus je nach Zustand bei 10.000 Euro. Und das Completed Box Set, das ist mal locker das 3- bis 4-fache Wert, je nach Zustand. Ne? Also in dem geleckten Zustand auch noch ein weiteres Vielfaches, aber so ungefähr. Wie viele Games von LucasArts gibt es auf dem NES? Soweit ich das rausfinden konnte, 5 Stück. Und zwar einmal Star Wars und Empire Strikes Back. Dann Pipe Dream, das ist US-exklusiv. Defenders of Dinatron City, das ist auch US-exklusiv. Und natürlich, obviously, Maniac Mansion. NES-Spiele, schon cool. Vor allem diese Weltraumspiele, zum Beispiel Galaga und so ein Zeugs. Wie findet ihr das? Cool oder scheiße? Geile Frage, Alter. Wieso bewahrst du alle NES-Games in selbstgebastelten Boxen auf und die Originalkartons soweit vorhanden separat? Das ist doch ein echter Platzkiller. Rein für die Optik des Regals? Hast du noch keine Platznot und darüber nachgedacht, die Aufbewahrungsform zu ändern? Das hat ehrlich gesagt pflegetechnische Gründe. Also ich muss relativ oft an die Spiele dran und dann ist es einfach geiler, wenn man sie nicht jedes Mal aus den OVPs rein und raus holen muss bzw. wieder reintun muss. Denn ich habe so den Eindruck, dass das über kurz oder lang doch die OVPs schont. Das möchte ich einfach wirklich gerne. Und deswegen habe ich die separat und sicher verstaut. Die Anleitung übrigens, die habe ich in so kleinen Plastik-Zipperbeuteln mit in den VHS-Spielehüllen drin, weil da gucke ich auch gelegentlich mal rein. Welche der teuren und seltenen Titel sind tatsächlich spielenswert, sprich ihr Geld wert? Ganz ehrlich und ganz persönlich ist meine Meinung, dass keins der teuren NES-Spiele wirklich spielerisch eigentlich sein Geld wert ist. Man kann die Spiele heutzutage auch anders spielen. Man muss nicht diese originalen hunderte von Euro teuren Cartridges kaufen. Trotzdem ist das natürlich für Puristen eigentlich unumgänglich und es gibt schon einige wirklich gute Spiele. Mr. Gimmick ist ein wirklich gutes Spiel. Flintstone Surprise at Dino Peak ist auch ein sehr gutes Spiel. Gold Medal Challenge ist wahrscheinlich das beste Sportspiel meiner Meinung nach. Hands down für den NES. Wer das Gegenteil behauptet, der sollte das auf jeden Fall mal zocken. Von daher, es gibt schon ein paar teure Games, die spielerisch einiges drauf haben. Aber ob sie diese enormen Summen dann letztendlich wert sind, ey, das müsst ihr selber wissen. Das müsst ihr einfach selber entscheiden. Welche Titel außer Willow, Zelda und Gargoyles Quest 2 verfügen noch über RPG-Anleihen bzw. RPG-Elemente? Also insgesamt in den NES-Sets, auch außerhalb der PAL-Region, gibt es da ziemlich viele Games mit so RPG-Style. Bei uns hier in Europa ist das allerdings tatsächlich ziemlich mau. Mir fallen da auf Anhieb mal Robin Hood ein. Mir fällt da auf Anhieb mal Street Gangs ein, was einige extrem geile RPG-Elemente hat. Und ansonsten zum Beispiel aus der US-Region Final Fantasy natürlich, dann die Dragon Warrior-Reihe oder Crystalis von SNK, das ist auch ein sehr, sehr gutes RPG. Also es gibt schon ein paar, aber wir Europäer haben da ein bisschen in die Röhre geschaut. Warum auch immer. Wieso greifst du für die fehlenden Spiele nicht einfach etwas tiefer in die Tasche? Ja, das werde ich wahrscheinlich irgendwann müssen.
aber leider wächst das Geld bei mir nicht im Garten und Familie geht da meistens vor, oder wenn mal so ein Auto kaputt ist oder eine Rechnung bezahlt werden muss, dann ist das halt einfach wichtiger. Außerdem muss ich auch ehrlich sagen, ist es mir momentan das Geld nicht wert. Die Spiele sind momentan sehr wertstabil, die ich noch brauche, die kosten alle so zwischen 400 und 500 Euro und das bin ich momentan einfach nicht bereit zu zahlen. Ich glaube auch, dass die Spiele irgendwann wahrscheinlich einen Tick günstiger werden, vor allen Dingen im losen Zustand. Und ich habe es dann nicht so eilig, dass ich nicht mal darauf warten kann, ein paar Jahre. Wobei, wenn ich jetzt mal auf einer kommenden Börse oder so vielleicht durch irgendwelche Verkäufe mal so richtig Asche mache und das dann auch nicht für den Urlaub ausgeben will, dann kaufe ich mir vielleicht mal eins davon, ja. Wirst du NTSC und Japan-Titel, die es nicht als PAL gibt, in deine Sammlung aufnehmen? Bin ich bei, mache ich immer gern. Wenn du nur ein einziges NES-Spiel behalten dürftest, welches wäre es? Oh, die Frage aller Fragen. Und ganz ehrlich, Freunde, ich habe mich eigentlich schon längst entschieden. Es ist und bleibt einfach dieses Spiel. Ich finde das einfach total geil. Es ist das Spiel überhaupt, was ich mit dem System verbinde. Ein Kernspiel meiner Kindheit und meiner eigenen Sozialisation. Ich finde es einfach total geil. Ich finde es heute noch super spielenswert. Es ist so zeitlos einfach. Ein absoluter Klassiker der Spielewelt und der Nintendo-Geschichte. Super Mario Bros. 3. Keine Diskussion. Ja, Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat unser kleines Video hier bei 1000 Grad heute ganz gut gefallen. Heute mal mit ein klein bisschen weniger Editing-Aufwand. Das ist einfach auch den Umständen geschuldet, dass es einfach scheiße heiß hier ist. Und ich glaube, das könnt ihr ganz gut verstehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir konnten euch einige Antworten liefern. Und Dennis und ich gehen jetzt erstmal unter die Dusche und wünschen euch viel Spaß bei dem heißen Wetter. Springt mal in den Pool oder gönnt euch mal einen geilen Drink. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, eure Kommando-Jungs.